Video mehr oder gar keinen Content mehr zu dem Thema machen, weil das, ich muss ehrlich sagen, es fuckt einen schon ordentlich ab, wenn man sich überlegt, was bisher teilweise alles verkündet wurde von den Parteien entsprechend, also ampelmäßig, und was entsprechend bisher in der Praxis alles gefolgt ist. Ich meine, ja, die SPD hat vorgelegt mit der Ansage auf Gesetzentwurf bis Herbst, der kompletten Durchführung aller 5 Experten-Hearings jetzt noch vor der Sommerpause des Bundestags. Der Handverband konnte sich im Übrigen auch sehr gut einbringen mit dem Abschluss der Kanoko, indem sie quasi ihr Eckpunktepapier und all ihre Themenstandpunkte zu den Einzelaspekten nochmal fein trimmen konnten mit der Community zusammen und mit dem entsprechenden Input daraus. Ja, also soweit hat die SPD ihre Versprechen bisher in Sachen großer Legalisierung eingehalten. Ein weiteres Versprechen, und das war definitiv mitunter teilweise wahlentscheidend für den einen oder anderen, würde ich behaupten, war die Forderung nach Entkriminalisierung schnellstmöglich. Und zwar meine ich mich zu erinnern, dass doch unter anderem die SPD die Partei war, die eben geworben hat mit Entkriminalisierung binnen den ersten 100 Tagen. Ich meine sogar, da gab es auch im Social Media Statements unter anderem von einem Herrn Bliner dazu. Aber ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, deswegen das setze ich mal in Fragezeichen. Ich meine nur, es kam von der SPD. Schauen wir uns mal die dazu gehörigen Meldungen an, die unter anderem vom Handverband und von der SPD selbst auf den jeweiligen Seiten dargelegt wurden. Und ja, gehen wir mal in die Details. Der Handverband schrieb am 12. Februar 2020, dass die SPD die Entkriminalisierung und die Umsetzung von Modellprojekten intern beschlossen hat, in einem Positionspapier, das entsprechend verabschiedet wurde. Das sieht, wie die Meldung verlauten lässt, entsprechend den Besitz kleiner Mengen zum Eingebrauch. Okay, ja, soweit, so gut. Gehen wir mal hier in die Details. Cannabis neue Wege gehen. Cannabis-Verbotspolitik verändern, regulierte Abgabe durch Modellprojekte ermöglichen. Das ist jetzt der Stand 11. Februar 2020. Okay, das muss man sagen. Was haben sie denn hier in den Details geschrieben? Denn es klingt ja schon mal soweit positiv, auch wenn die jetzige Legalisierung sogar noch mal über die Modellprojekte hinausgeht. Also wir haben hier, was haben wir als Überschrift? Okay, zusammenfassend. Die SPD-Bundestagsfraktion tritt dafür ein, im ersten Schritt Modellprojekte zur regulierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu ermöglichen. Ist jetzt vom Tisch, weil sie ja die komplette große Legalisierung mitsamt Lizenzmarktstrukturen umsetzen möchten. Das ist ja soweit aus Konsumentensicht umso auch, ja, es ist eigentlich umso sinnvoller, da dadurch der flächendeckende Bedarf gedeckt wird, der Staat dadurch auch maximale Schwarzmarktverdrängung und im Umkehrschluss auch durch die steigenden Marktanteile im legalen Umsatz dann auch entsprechend mehr Steuereinnahmen daraus resultieren, generieren kann. Was wiederum natürlich auch allen Präventionsmaßnahmen rund um Jugendaufklärung oder generell Therapieplätze, es kommt allem zugute, wenn man sich überlegt, wie viel Geld derzeit rein in die Strafverfolgung gesteckt wird und das bei Nullbeteiligung an den derzeitigen Schwarzmarkt umsetzen. Also die SPD tritt also für eine liberale Regulierung ein und das schon im Februar 2020. Um kurzfristig bereits Verbesserungen zu erreichen, und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich meine, dass in diesem Kontext eben auch diese 100-Tage-Regelung mal Thema war. Wir haben also hier die Beschlusslage, dass die SPD sagt, wir müssen eine sofortige, und das versteht man, denke ich, unter kurzfristig, Lösung erreichen, die wie folgt aussieht. Um kurzfristig bereits Verbesserungen zu erreichen, setzt sich die SPD-Bundestagsfraktion dafür ein, den Besitz von kleinen Mengen von Cannabis nicht weiter strafrechtlich zu verfolgen, sondern zukünftig ordnungsrechtlich zu ahnden. Die Kriminalisierung der Konsumentinnen ist eine zentrale Schwäche in der bisherigen Cannabispolitik. Sie führt zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung und erschwert und verhindert, sowie, naja, gut, okay, das Vorlesen lassen wir jetzt raus. Also, die SPD fordert bereits im Februar 2020 federführend entsprechend nach internem Beschluss eine kurzfristige Lösung zur direkten Entkriminalisierung der Eigenbedarfsdelikte rund um kleine Bedarfsmengen. So. Wenn wir uns jetzt dieses Positionspapier vor Augen führen,
wird es vor allem interessant, wenn wir nachher in den Redebeiträgen, unter anderem von Dirk Heidenblut aus der SPD, seine Sicht zum linken Antrag, die eben rein auf die Entkriminalisierung von Eigenbedarfsbelängen der Konsumenten abzielt. Also das in dem Kontext wird dann nochmal sehr würzig, ja. Gehen wir also nun mal in die Detaillage rund um den Antrag der Linken, der jetzt vor der Sommerpause, wie versprochen, von Artisch Göpinner und seinen Kollegen eingereicht wurde. Es geht in drei Etappen. Der erste Antrag, wie wir ihn jetzt hier vor uns haben, der geht rein um die Entkriminalisierung von Cannabis. Dann gab es noch einen zweiten Antrag, Cannabis und Führerschein, meine ich. Und dann noch einen dritten, Cannabis unspezifischeren Antrag, auf den wir jetzt hier mal gar nicht erst eingehen, weil dazu habe ich jetzt auch keinen Bundestags-Content und wird, meine ich, auch wann anders thematisiert. Also, wir haben hier den Gesetzentwurf in soweitiger Originalvorlage, so wie er auch im Bundestag debattiert wurde. Dieser Gesetzentwurf sieht auf Basis der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, was eben in der vollen 100%igen Machbarkeit des Bundestags alleine liegt, sieht eben hier die Änderung im Betäubungsmittelgesetz vor und das zugrunde liegende Problem wird leider ein bisschen meiner Meinung nach zu spärlich dargestellt, und zwar nur mit dem Hinweis auf die doch horrenden Anteil an rein konsumbezogenen Strafverfahren, mit dem Hinweis auf die an sich hohe Zahl von über 200.000 Cannabis-Delikten pro Jahr, bei denen eben 80% konsumnahe Delikte sind. Und dabei wird eben leider in dieser Einleitung im Abschnitt A nur auf die rechtlichen und sozialen streichen. Dabei wird aber leider nur in Abschnitt A Problem Einleitung, dass der Fokus auf die rechtlichen und sozialen Konsequenzen der Kriminalisierung für die Betroffenen gelegt. Aber der reine Gesundheitsaspekt, den der Schwarzmarkt eben mit einem massiven Risikoaufschlag den Konsumenten gegenüber bereithält, der ist hier leider Gottes noch nicht dargestellt, obwohl eine Entkriminalisierung inklusive Eigenanbau, was weiter unten auch nochmal im Detail mit ausgeführt ist, so wie ihn eben die Linken auch gefordert haben, dass diese Art von Entlastung der Konsumenten, die damit einhergeht, durch die Möglichkeit auf Eigenversorgung, durch die Möglichkeit auf die sichere Herkunft, auf sei es jetzt im Eigenanbau oder durch Cannabis Social Clubs, was im Umkehrschluss ergo bei Eigenanbau dann auch mit freigegeben werden müsste im Rahmen einer Entkriminalisierung gemäß den jeweiligen Einzelbedarfsmengen der jeweiligen Mitgliederzahlen. Das ist jetzt aber nochmal ein an sich anderes Thema. Wir wollen jetzt mal hier nur auf die Details eingehen, die der linken Antrag bereithält. Ich denke mal, ihr hattet jetzt in der Zeit schon ein bisschen Möglichkeit, hier durchzulesen. Die Lösung ist entsprechend laut Zusammenfassung hier in der Einleitung eine Änderung des BTMGs, eben entsprechend durch Festsetzung der geringen Mengen rund um Besitz von Cannabis an sich oder von Cannabispflanzen, auch Cannabisharz in dem Falle mitgeregelt, was sehr sinnvoll ist, logischerweise, weil alle Cannabisprodukte, auch theoretisch Extrakte, müssten damit definiert sein, meiner Meinung nach. Aber gut, soweit hier Cannabis und Cannabisharz ausgeführt, sowie die Cannabispflanzen. Deren Besitz soll geregelt werden nach diesem Entwurfsvorschlag, inklusive eben dem Eigenanbau, der Unterscheidung zwischen öffentlichem Tragen und eben dem privathäuslichen Verwahren von mehr, das eben theoretisch zurückführbar auf eben maximal 3 Pflanzenjahresernten sein muss. In welchem Umfang die jeweilige Pflanzenjahresernte dann alleine stattfand, pro Pflanze gesehen, mag dann erstmal undefiniert sein, ist aber zumindest in der häuslichen Verwahrung eben auch in der Rechtshoheit nach diesem Antrag gesehen, des jeweiligen Nutzers der Pflanzen. Gehen wir also mal weiter. In diesem Einleitungstext geht die Linke unter anderem eben auch oft darauf ein, was hätte jetzt der Staat oder die Gesellschaft für einen Aufwand, für Kosten, für Komplikationen in Anführungszeichen durch diesen Vorschlag. Und hier in Abschnitt E, Erfüllungsaufwand, ist es ganz nett dargelegt. Es entstehen Erleichterungen in den Länderhaushalten für Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten sowie für Maßregelvollzugseinrichtungen, da die Verfolgung und der Straf- bzw. Maßregelvollzug für einen Großteil der konsumnahmen Cannabis-Delikte wegfallen würde. Die Einsparungen können nicht näher beziffert werden.
Aber weiter oben geht man bereits davon aus, dass alleine die Rechtsdurchsetzungskosten in Deutschland derzeit jährlich bei 1,3 bis 2,1 Milliarden Euro liegen. Bei eben 80% konsumnahen Delikten, die teilweise eingestellt, also für den Mülleimer sachbearbeitet werden müssen. Ja, das ist soweit der zugrunde liegende zahlenmäßige Aspekt. Der zweite Aspekt ist eben der Erfüllungsaufwand hier dargelegt für Bürgerinnen und Bürger. Was würde dieser Antrag für eine Mehrbelastung an die Gesellschaft stellen? Es entsteht hier, wie die Linken ausgeführt haben, kein Mehraufwand für Bürgerinnen und Bürger. Das ist schon mal, da würde man behaupten, ja, Tatsache, weil was der eine privat dann für sich selbst in einem rechtsgesicherten Umfang machen kann, was er davor eben illegal theoretisch hätte auch schon machen können, ist dann in dem Falle für den darüber hinausgehenden Nachbarn, Arbeitskollegen oder was auch immer, absolut irrelevant und hat damit dementsprechend keine Mehrbelastung für die Gesellschaft an sich. Der nächste Abschnitt hier, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Es entsteht kein Mehraufwand für die Wirtschaft. Das ist Tatsache, weil Leute, die zum Beispiel durch einen zu hohen Konsum arbeitsunfähig werden oder teilausfallen, die konsumieren ja so oder so, wie Studien bereits zeigen, unter anderem vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags selber, hat also der Gesetzstatus sowieso keinen direkten Einfluss auf die Konsumzahlen eines jeweiligen Landes. So gesehen sind Leute, die sowieso Konsumprobleme mit dieser Substanz haben, in dem Falle Cannabis als sehr harmlose Substanz, anerkannterweise heutzutage bewertet mit einem niedrigeren Risikopotenzial und Gefahrenpotenzial als es Alkohol bietet. Das ist einfach Fakt und anerkannt heutzutage. Jedenfalls, ja, also für die Wirtschaft entstehen keine Mehrkosten. Leute, die wegen Konsum ausfallen, die gibt es schon heute vor der Entkriminalisierung und wird es auch nach einer Entkriminalisierung de facto geben. Ist nicht wegzu wünschen. Das ist einfach ein Negativaspekt, wie bei allen, ich sage mal, Suchterscheinungen in Extremformen, wie es auch bei einem Alkoholkranken dann der Fall ist in einem gewissen Stadium. Ja. Der nächste Punkt, Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Es entsteht kein Mehraufwand für die Verwaltung. Das ist auch in dem Falle wichtig, weil viele ja sinniert haben, wie würde eine Entkriminalisierung sofort denn aussehen können. Und ja, hier gab es unter anderem Vorschläge einer etwaigen Registrierungspflicht bei einer örtlichen Aufsichtsbehörde, damit eben man konservativen Stimmen hier nochmal mehr entgegenkommen darbieten kann, mit der Chance auch vielleicht nochmal die eine oder andere Stimme aus den konservativen Lagern doch noch mit abzugreifen. Ist aber hier in dem Falle gänzlich unberücksichtigt, sprich, es soll einfach eine generalisierte im BTMG festgelegte allgemeine Freimenge für Besitz und den Anbau geben. Und ja, das auf jeden Fall ist dann soweit erst dann Thema, falls es überhaupt, ich sage mal, auf dem Tisch kommt. Weil man weiß, BTM-Delikte sind sogenannte, oh, das müsste ich jetzt nochmal suchen. Aber ich meine, es ist diese Art von Aktivdelikte, die Polizei aktiv durch Kontrolle zum Beispiel eben herausfinden muss und weniger dieses, es passiert etwas und dann wird die Polizei automatisch hinzugezogen oder es wird jemand oder ja, sowas halt. Da wird unterschieden jedenfalls und es ist ein Kontrolldelikt, jetzt habe ich es, genau. Es ist ein Kontrolldelikt. So gesehen entfällt der Mehraufwand für die Verwaltung. In dem Falle, auch wenn es bereits zu einer Feststellung dieses jeweiligen Sachverhalts kommt, weil die jeweiligen Beamten, die zum Beispiel von einem Nachbarn gerufen werden, weil er irgendwas riecht, was heutzutage zum Beispiel etwaige Maßnahmen mit sich bringen kann, dies würde in diesem Szenario dann entsprechend wegfallen, weil die Beamten vor Ort definitiv nach dieser gesetzlichen Grundlage eine mengenmäßige Definition bzw. Zählung vornehmen können der jeweiligen aufgefundenen Situation, Pflanzenmenge, was auch immer. Und darauf basieren würde das ganze Verfahren gar nicht erst eingeleitet werden, sofern eindeutig feststellbar. Das ist auf jeden Fall kein Mehraufwand, sondern bereits eine massive Ersparnis für die Justiz, da hier entsprechend alle die genannten 80% der Konsumnahmen, also 80% aller Cannabis-Delikte, die sowieso konsumnah sind, rund um Besitz, Anbau, was auch immer, ist in dem Falle dann einfach weggefallen. Und bei 1,3 bis 2,1 Milliarden Kosten, oder wie hat es nochmal hier oben die Linke ausgeführt? Ja, genau. Wäre das schon mal ein sehr hoher, wesentlicher Einsparungsaspekt. Zusätzlich zu den jeweiligen Sachbearbeitungsstunden, die bei solchen An
die bei einer solchen schieren Anzahl an Verfahren bestimmt im Millionenstundenbereich liegt für die reine Sachbearbeitung polizeilich, kriminalpolizeilich, staatsanwaltschaftlich, richterlich, gerichtlich. Also der ganze Rattenschwanz, der an einem generellen Verbot dranhängt, würde hier in 80% Umfang schon mal durch eine Entkriminalisierung sofort wegfallen. Ja, das ist soweit zu den Kosten bzw. Einsparungen für die Verwaltung und für die Gesellschaft oder für den Staat. So, und jetzt kommen wir zu dem konkreten Artikel, zu dem konkreten Antrag. Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. So, wie ihr bereits hier lesen könnt, es geht um die Hinzufügung eines Paragraphen 29a inklusive Paragraph 29b Ordnungswidrigkeitenrecht. Andersrum. 29a, sorry. 29a ist der bereits bestehende Strafrechtsparagraf und dann die Freimengen werden unter Paragraph 29b eingefügt. So. Recht auf Besitz und Ordnungswidrigkeiten. Erstens, Volljährigen ist der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis und Cannabisharz im Sinne der Anlage 1 zu diesem Gesetz erlaubt. Zweitens, der Anbau von bis zu 3 weiblichen Cannabispflanzen für den persönlichen oder gemeinschaftlichen Eigenbedarf im Bereich des befriedeten Besitztums des oder der Anbauenden ist erlaubt. In diesem Bereich ist auch das Aufbewahren einer Jahresernte von bis zu diesen, in Anführungszeichen, 3 Pflanzen oberhalb der in Absatz 1 genannten Grenze zulässig. Sprich, es wird hier bereits schon unterschieden zwischen eben öffentlich und nicht öffentlich zum Beispiel. Auf jeden Fall. Anbau und Aufbewahrung müssen für Kinder und Jugendliche unzugänglich erfolgen. Das ist entsprechend bei Medikamenten oder bei gefährlichen Reinigungsmitteln, Alkohol oder anderen etwaigen Gefahrenstoffen allgemein immer von generellem Jugendschutzaspekt her geboten, aber hier nochmal definitiv festgehalten. Unter viertens haben wir das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erstens nähere Anforderungen an das befriedete Besitztum festzulegen, sprich die Ortsdefinition, wo angebaut werden darf, kann über das Gesundheitsministerium unkompliziert festgelegt werden nach diesem Gesetzentwurf, sowie die Vorgaben für den Anbau und die Aufbewahrung von Cannabis zu machen. Sprich, nicht nur der Ort wird im Nachgang dann erst durch dieses Gesetz ermöglichend definiert durchs Gesundheitsministerium, sondern auch die genauen Vorortregelungen zur Aufbewahrung und zum Anbau an sich würden dann über das Gesundheitsministerium bereits festgelegt werden können. Auch hier mit dem vollen Fokus, mit dem absolut vollen Fokus der Ersteller dieses Antrags auf dem Gesundheitsschutz der jeweiligen Konsumenten, weil die aktuelle Schwarzmarktqualität von Cannabis einfach, wie man entsprechenden Meldungen flächendeckend aus Deutschland leider Gottes nachvollziehend mittlerweile bestätigen kann, es ist einfach ein großer prozentual, der größere Teil des auf dem Schwarzmarkt im Großkommerz vertriebenen Cannabis ist gestreckt. Und dieses es ist gestreckt war bis vor wenigen Jahren im Großen und Ganzen nur eher eine Langzeit, was heißt nur, aber es war eher eine Langzeitproblematik. Neben Akutbronchialsymptomatiken oder bei Asthmatikern eventuell härteren Reaktionen. Aber wir gehen mal ganz kurz mit einem Schwenk, bevor wir uns hier weiter um die Ordnungswidrigkeiten kümmern, rüber zu den Streckmitteln. Also Streckmittel, ja. Bereits die konventionellen Streckmittel, abseits von synthetischen Cannabinoiden, die leider Gottes seit wenigen Jahren zunehmend immer mehr und mehr im Markt vordringen, aber gesundheitliche Risiken wie harte Drogen teilweise bis hin zum Tode haben, die mal außen vor. Bisher gab es überwiegend zum Beispiel Bricks. Das waren, wie man in der Definition jeweils sehen kann, unter anderem eben Kunststoff mitgelöst. Und was Kunststoff zum Beispiel nach Verbrennung in der Lunge macht, verbranntes Plastik letzten Endes. Das kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn Konsumenten in Großstädten und im Mainstream-Einzugsbereich ohne gute Connections einfach jahrelang beispielsweise auf diese Qualitäten angewiesen sind und teilweise durch fehlende Aufklärung gar nicht erst wissen, dass sie sich solch schlechten und gesundheitlich bedenklichen Qualitäten überhaupt erst ausgesetzt sehen in der Praxis, weil wer keinen Kontrast zwischen Licht und Schatten hat, der wird einfach keine schwarz-weiß
Abstufungen malen können. Und genau nach diesem Erfahrungsprinzip hat man definitiv eine hohe Anzahl an eine hohe Dunkelziffer an Konsumenten, die sich tagtäglich durch bereits konventionelle Streckmittel bei Cannabis unverhältnismäßig stark gesundheitlich schädigen. Über die eigentlichen Risiken der Naturheilpflanze, / Naturrauschpflanze, dann entsprechend auch natürlich im Freizeitkonsum-Kontext, der darüber halt hinausgeht, ja. Und dann haben wir zum Beispiel Sand, Vogelsand, Quarzsand und mineralische Streckmittel. Ist natürlich toll, wenn du zum Beispiel Sand rauchst, das verglast sich zum Beispiel in der Lunge, auch wunderbar. Sicherlich auch sehr gesundheitsförderlich auf Jahre oder wenn junge Konsumenten an sowas geraten müssen, weil vielleicht der ältere Kumpel, der halt leider Gottes illegal dann auch nach Entkriminalisierung dann noch vorhat zu verkaufen, dann aber nicht diese dreckige Massenware irgendwo herbeziehen muss zum Weitervertrieb, sondern sich dann vielleicht überlegt, okay, eventuell macht das dann selber und gibt halt einfach was an seine Kumpels ab. Wenn er 18 ist zum Beispiel, dürfte er es ja als Volljähriger, was dann mit den Weitergaben passiert, ein gewisses Restrisiko für Schwarzmarkthandeleien hat man immer. Aber die Art der Qualitätsentwicklung, die eine Entkriminalisierung für Erwachsene allgemein schon vor einem Lizenzmarkt, der durch die Legalisierung erst kommen würde, mit Fragezeichen, weil der Bundesrat einfach dagegen ist derzeit, all solche Dinge würde die Entkriminalisierung alleine schon ermöglichen, würde den Schwarzmarkt zurückdrängen, würde den Gesundheitsschutz verbessern durch massiv steigenden Qualitätsstandard, weil einfach die Ansprüche der Konsumenten steigen, insbesondere wenn eine flächendeckende Versorgung über Cannabis Social Clubs ermöglicht wird, wäre es einfach möglich, weil viele Leute, die zum Beispiel nicht den eigenen Ansatz haben, ich möchte jetzt unbedingt selber Zeit und Aufwand da rein investieren, die könnten sich über einen Verein versorgen, hätten hier entsprechend ebenfalls eine 100%ige gesundheitliche Absicherung. Im Zweifelsfall gehen sie einfach vor Ort schauen. Ich finde, so sollte ein guter Verein arbeiten, dieses sehr transparente, dieses auf die Mitglieder zugehende, dieses man kann sich über die Sorten, über die Anbauverfahren austauschen und einwirken oder eventuell sogar individuelle Wünsche äußern zu den jeweiligen Pflanzen, die betreut werden des jeweiligen Mitglieds. All solche Mitsprachemöglichkeiten sollte ein guter CSC bieten und im letzten Aspekt nochmal betont, geht es dabei rein um die sofortige Verdrängung von Schwarzmarktanteilen bei gleichzeitiger Verbesserung des Gesundheitsschutzaspekts durch Möglichkeiten der Selbstversorgung via Eigenanbau oder Cannabis Social Club. Und wann immer ihr in der nachfolgenden Bundestagsdebatte jemanden hört, der das nicht erwähnt oder der immer von einem Absatzplus am Schwarzmarkt redet, der verdrängt definitiv den kompletten Eigenanbauaspekt und alle gesundheitlichen Vorteile, die das mit sich bringt, inklusive CSC, ist eben wie schon gerade dargelegt. Und davon haben wir leider nachfolgend einige Reden von einigen Politikern, die es bisher schon teilweise anders haben verlauten lassen, ja. Etwas enttäuscht. Also Streckmittel, kurz Sand, Kunststoff, Talkum, Zucker auch gut, weil dann hast du halt Karamell in der Lunge. Krebs, auch toll, ja, Krebs halt, was soll man sagen. Glasstaub, wow, okay, das ist speziell, wahrscheinlich ähnlich speziell wie Blei, also was Selteneres. Mineralische Streckmittel, weil die Auskristallinisierung von mineralischen Düngemitteln dann eventuell etwaige Harzschichten vortäuschen soll. Also was ist da mit dabei? Und abgesehen von Schimmel und solchen grundsätzlich natürlichen Verunreinigungen sind die Gesundheitsgefahren langfristig sehr hoch. Lungenkrebs, COPD, generell allgemein Atemwegserkrankungen schwerster bis einfacher Natur. Ja, das ist der Schwarzmarkt heute und nicht erst morgen nach einer Entkriminalisierung, sondern das ist der jetzt ohne Entkriminalisierung, sehr geehrte Politiker aller Parteien, ja. Und nur eine Entkriminalisierung und besser noch inklusive Legalisierung später noch würden dem einen Riegel vorschieben. Also bitte verarscht euch nicht selber und vor allem nicht eure Wähler, die ihr damit gelockt habt und immer noch auf Jahre wahrscheinlich noch erpressen werdet im Sinne von geht bitte bloß an den Landtagswahlen nur in unsere Uhrenrichtung, ansonsten bekommt es nicht. So nach dem Motto. Entkriminalisierung wird scheinbar
Dazu kommen wir später. Okay, ich bremse mich mal kurz. Jetzt hier mit den gesundheitlichen Aspekten von Cannabinoiden zum Beispiel nochmal kurz erwähnt. Ja, das ist ein neuer Aspekt. Früher eben Kräuter, Mischungen, zum Beispiel Spice und Co. Kann man nur viel Schlechtes von berichten, bis hin eben zu Todesfällen, massiv höhere Rate an psychischen Folgesymptomatiken. All solche Dinge sind damit einhergehend und das ist ein zunehmender aktueller Trend, der nur dank des illegalen Status von Cannabis am Schwarzmarkt grassiert und ermöglicht wird durch die Politik letzten Endes und die Verbotssituation der letzten Jahre. Also, ja. Gehen wir jetzt nochmal kurz zum Antrag, der Link im Original. Also, wir haben jetzt hier festgestellt, es gibt Anbau, Besitzregelungen, Unterscheidung öffentlich-privat. Es ist geregelt, Cannabispflanzen, Cannabisharz, wie es jetzt hier mit Extrakten und Öl, also generell Extrakte gelöst ist, müsste man sich dann nochmal genauer mit auseinandersetzen oder nochmal ein paar Stimmen dazu hören. Bin ich mir jetzt hier unschlüssig. Ja, hier im Abschnitt 5 geht es um die Ordnungswidrigkeiten. Und zwar ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Erlaubnis mehr als 30, nee, ohne Erlaubnis mehr als 30 Gramm, aber höchstens 180 Gramm Cannabis besitzt. Ordnungswidrig handelt ebenfalls, wer ohne Erlaubnis im Bereich des befriedeten Besitztums eine Jahresernte von mehr als 3 Cannabispflanzen aufbewahrt oder mehr als 3 weibliche Cannabispflanzen anbaut, aber eine Jahresernte von höchstens 18 Cannabispflanzen aufbewahrt oder höchstens 18 weibliche Cannabispflanzen anbaut. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Wahrscheinlich geht man dann 25.000 Euro, wenn man sich überlegt, man ist zum Beispiel Sozialhilfeempfänger, hat sich eine Pflanze auf den Balkon gepackt und dann kommt man hier mit dem Höchstsatz an, wäre theoretisch der Existenzbrecher. Denke ich mal, da wird es entsprechende Abstufungen geben eben und da müsste man sich auch nochmal im Detail anschauen, wie wird dein etwaiger Bußgeldkatalog dann runtergestaffelt, falls es sowas dann in der Ausarbeitung gäbe. Müsste es ja, denke ich mal, aber ich bin hier eben kein Profi, deswegen nur mal hier der Blick ins Original und da setzten sich bei mir eben solche Fragezeichen vor die Augen. Ja, und das soweit zum Antrag. Hier danach in der Begründung geht es nochmal eben um die ganzen Definitionen. Hier wird zum Beispiel eben auch die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags erwähnt. Die verlinke ich euch nachher nochmal und die packe ich auch in die Videobeschreibung. Da geht es eben um die Erfassung von den Legalized-Ländern und Entkriminalisierungsländern. Da geht es mit dem Vergleich von Kanada, aber auch mit dem Blick nach Holland und sonst wo in die Welt, US-Staaten. Da wird eben festgestellt, dass es keinen direkten Einfluss von Entkriminalisierung, also verboten oder illegal oder Legalisierung oder Nichtlegalisierung entsprechend in den jeweiligen Ländern gab und etwaige Konsumunterschiede eher auf Kurzzeiterscheinungen, wenn überhaupt eingetreten, zurückzuführen sind. Und vor allem bei den Jugendlichen scheint es tatsächlich einen Rückgang zu geben in vielen Legalized-Ländern, da einfach der Ansatz dieses Verboten macht cool und verboten ist reizvoll und es fällt einfach weg, es normalisiert sich und im allgemeinen Umgang und dadurch ist ein gewisser Reiz für viele Jugendgruppen, denke ich, einfach mal auch weg. Das spiegelt sich teilweise in dieser Studie eben wieder und da vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages finde ich es traurig, dass das bisher so selten von irgendeinem Politiker überhaupt erwähnt wird, scheinbar nicht unbedingt bekannt. So. Hier gehen sie dann noch weiter unten entsprechend auf die jeweiligen gesundheitlichen Aspekte, an die durch Streckmittel und so weiter passieren, dass der jetzige Schwarzmarkt eben auch keinerlei Jugendschutz kennt und die Produktqualität eben entsprechend schlecht ist. Ja. Die rechtlichen und die sozialen Folgen der Kriminalisierung sind immens. 2020 machten konsumnahe Delikte 85% der 220.000 Cannabis-Delikte vor Gericht aus. Ja, das ist interessant. Generell halt der Cannabis-Delikte aus, ja. Dann werden eben nochmal hier die Folgen definiert, die eben über existenzielle Bereiche gehen. Der Verlust des Berufs, des Ausbildungsplatzes, der Fahrerlaubnis, Prävention, Beratung und Therapie werden durch drohende Strafverfolgung erschwert. Dann zählen sie entsprechende Stellen und Gruppen auf, die bereits eine neue Orientierung der Cannabispolitik fordern. Ja, auf jeden Fall finde ich es sehr spannend, dass eben hier vor allem auf den LEAP-Vorschlag eingegangen wird zum Eigenanbau, zur Unterscheidung öffentlich, nicht öffentlich und einigen anderen Aspekten. Und ich finde es gut, muss ich sagen, ich bin definitiv überzeugt von diesem Antrag als Zwischenlösung. Nachmodelliert könnte jederzeit über das Legalisierungsgesetz werden. Und der Witz ist halt nochmal vorab erwähnt,
Entkriminalisierung soll Teil der Legalisierung sein. Sprich, bevor ich irgendjemand nachher in diesen Videos erwähnt, dass das ja extra Ressourcen alles kosten würde. Genau dieser Gesetzesteil, der die Entkriminalisierung regelt, muss auch in der Legalisierung ausgearbeitet werden. Hat man jetzt also einen ordentlichen parlamentarischen Gesetzgebungsprozess durch die Linken angestoßen, in dem Fall halt nicht durch die Ampel, weil sie zu lange geschlafen haben, okay, dann hätte man bereits einen 1:1 übernehmbaren Rechtstext, der ordentlich ausgearbeitet wurde, und das würde hinten raus in den planerischen Abläufen der Legalisierung wegfallen, da einfach das Gesetz mit so 1:1 übernommen werden könnte. Aber ja, ihr werdet noch hören, worauf ich damit hinaus will, mit diesem kleinen Hinweis. Wir haben uns jetzt den Antrag angeschaut. Links und alles zu den jeweiligen Texten seht ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht es zu den jeweiligen Themen. Wir fangen an mit dem Original von Artish Gyopinath. Viel Spaß. Ich kommentiere nebenbei, mache entsprechend Pause bei wichtigen Stellen, um kurz meinen Senf dazu zu geben. Ansonsten schauen wir uns jetzt zuerst die Linke an. Dann kommt Dirk Heidenblut von der SPD, dann kommt Kirsten Kabat-Gontert, dann kommt Frau Lüttke und dann schauen wir uns noch die CDU an. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen umgestaffelt. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die richtige Reihenfolge. Bin gerade im Redeflow, ohne Skript, ohne nichts. Deswegen seht es mir nach, falls ich mich vertue, aber wir fangen an. Und ja, es wird spannend. Satzpunkt 22. Erste Beratung des von der Fraktion Die Linke eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, Entkriminalisierung von Cannabis. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort erhält Artish Gyopinath für Die Linke. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Gerade weil ein komplettes Gesetz zur Legalisierung Zeit braucht, müssen wir als Übergang geringe Mengen von Cannabis unverzüglich erlauben. Warum? Bei Cannabis sprechen wir von 500 konsumnahen Delikten täglich. Da geht es um Menschen, die wegen Cannabiskonsum um ihre berufliche Existenz fürchten müssen. 500 Delikte, das ist alle 3 Minuten ein Betroffener, weil er einen halben Joint in der Tasche vergessen hat, obwohl die Mehrheit der Gesellschaft und die Mehrheit hier im Bundestag Cannabis entkriminalisieren will. Das darf nicht sein, das kann nicht sein, das müssen und das können wir ändern. Lassen Sie uns also diesen ersten Schritt gemeinsam gehen. Nun habe ich ein wirklich erstaunliches Argument der Regierungsfraktion gehört, warum das gerade jetzt nicht geht. Sie wollen Cannabis nicht schon jetzt entkriminalisieren, weil das in den Ministerien Arbeitskraft bände, die beim Legalisierungsprozess dringend gebraucht würde. Ich halte das zugegebenermaßen für ein sehr hanebüchenes Argument. Warum? Erstens, mit den 500 Delikten hängt auch Arbeitszeit der Polizei zusammen, die weiterhin völlig sinnfreie Delikte aufnehmen müssen. Binden Sie also einmalig Zeit in Ministerien, um die Polizei unverzüglich und dauerhaft zu entlasten. Zweitens, es macht keine Arbeit. Hier ist der Text, Die Linke hilft gerne. Den Dank gebe ich gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter und vor allem auch in die Community. Denn das ist ein gemeinschaftliches Projekt, gemeinsam mit vielen Kräften der Zivilgesellschaft, mit dem Wissen von Organisationen wie LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, das sind Richterinnen und Richter, Anwälte, Polizistinnen und Polizisten, dem Handverband, der Online-Community Weedmob. Gemeinsam mit Ihnen legen wir einen Gesetzentwurf der Linken vor. Das bedeutet für Sie also einfach nur zustimmen und loslegen. Lassen Sie uns jetzt den Menschen die Angst nehmen, um dann in Ruhe um die beste Legalisierungsstrategie streiten zu können. Lassen Sie uns aber auch schon jetzt den Bereich Cannabis und Fahrerlaubnis angehen und die Tür aufstoßen, um Prohibitionspolitik generell in Frage zu stellen. Ich freue mich über die Debatte. Vielen, vielen Dank. Hier der Einwand, Artish Gyopinath leider nicht auf die gesundheitlichen hohen Gefahrenpotenziale, die derzeit vom Schwarzmarkt ohnehin schon ausgehen, eingegangen. Und ja, er hat jetzt leider Gottes eben da auch nicht den Eigenanbau verteidigt, der eben die massive Gefährdungslage derzeit deutlich entschärfen würde. Und das als kleiner Einwand. Kommen wir zum nächsten Redebeitrag. Ich fand jetzt hier eigentlich, gibt es wenig zu ergänzen. Der Originaltext ist da. Sein Beitrag spiegelt eben den Text wieder des Antrags. Also Antrag lesen, dann weiß man, was er meint. Jetzt zum nächsten Redebeitrag.
Wir fahren fort in der Debatte. Da können Sie jetzt drüber sinnieren. Wir fahren fort in dieser Debatte mit Dirk Heidenblut von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will erst mal positiv einsteigen, nämlich damit, dass ich sage, der Legalisierungszug ist losgefahren. Und das ist ein Ergebnis dessen, was wir als Ampel auf den Weg gebracht haben. Und er ist nicht nur losgefahren, und da sage ich herzlichen Dank an das Gesundheitsministerium und vor allen Dingen auch an den Drogenbeauftragten. Er ist sogar mit Schmackes losgefahren, denn das ist der erste Prozess, der erste Abschnitt, so schnell, so komprimiert und so gut gelaufen ist und vor der Sommerpause noch abgeschlossen werden konnte. Ich gebe zu, das habe ich gar nicht so erwartet. Ich bin wirklich begeistert. Herzlichen Dank, und ich bitte, das an alle weiterzugeben, die sich daran beteiligt haben. Eine super Sache. Hier spricht Herr Heidenblut entsprechend die Expertenhearings an, die jetzt mit 5 entsprechenden Themenblöcken komplett abgearbeitet wurden. Der Handverband war bei allen 5 anwesend, konnte sich entsprechend einbringen, konnte selber über die Kanuke, die im Vorfeld dann abgelaufen ist, seine Eckposition, seine Eckpunkte entsprechend weiter verfeinern zu jeweiligen Themen. Und ja, das ist hiermit gemeint. Fahren wir fort. Und offensichtlich ist unser Zug so gut losgebraust, dass auch die Linke wach geworden ist. Denn sie hat es dann tatsächlich hingekriegt, kurz vor der Sommerpause, und daher wissen Sie auch genau, dass hier nichts mit Sofortabstimmen ist, das Ding liegt jetzt erst mal 9 Wochen, kurz vor der Sommerpause einen Antrag zu stellen, die Entkriminalisierung vorzuziehen. Ein Antrag übrigens, der auf Vorschläge zurückgeht, die nach meiner Kenntnis von Lieb schon vor vielen Monaten gemacht wurden. Warum Sie so lange dafür gebraucht haben, das erschließt sich dann auch nicht wirklich. Und Sie begründen den Antrag auch noch damit, dass aus Ihrer Sicht irgendwelche Unstimmigkeiten in der Ampelkoalition verhindern, dass wir damit unserer Legalisierung, also mit dem viel weiteren Schritt, mit dem Schritt, auf den alle warten und den wir brauchen, dass wir damit nicht zeitig vorankommen. Ganz so, hier muss ich einhaken, weil das gefällt mir jetzt schon komplett absolut gar nicht. Er macht den Vorwand, den Vorwurf gegenüber der Linken, dass sie es zeitlich einfach nur ausschlachten, weil es jetzt sowieso nicht in die Bearbeitung käme. Und es wäre doch einfach nur ein gefundenes Fressen für die Linke, jetzt ein bisschen Welle zu machen. Dabei, dass die SPD aber schon bereits 2020 eine umgehende kurzfristige Lösung nach Wahl entsprechend angekündigt hat zur Entkriminalisierung von Cannabis konsumnah, ist absolut hanebüchen. Und wir haben uns ganz am Anfang dieses Videos eben diese Themen angeschaut. Wenn ihr euch das nochmal vor Augen führt, also sehr schwacher Standpunkt hier im Moment bisher. Ehrlich, ich weiß nicht, ob den Kolleginnen aufgefallen ist, dass bei unseren Gesprächen jemand von der Linken dabei war. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass wir so riesige Unstimmigkeiten hätten. Der Legalisierungsprozess wird vorankommen, und er wird schnell vorankommen, und er wird noch schneller vorankommen, wenn Sie keine Bremsklötze dazwischen schmeißen. Und so, und jetzt behauptet er entsprechend Bremsklötze, der Wortlaut, ja. Die Entkriminalisierung, wie es die Linke fordern würde, würde parlamentarisch entsprechend Zeit, Ressourcen binden, meint er damit, und bla, es würde die Legalisierung nach hinten raus verzögern. Aber eben nochmal der Einwurf vom Anfang, die Entkriminalisierung soll Teil der Legalisierung sein, sprich muss gesetzlich sowieso parlamentarisch, ordentlich, juristisch in den Fachausschüssen und so weiter ausgearbeitet werden. Also, wo zum Teufel ist der Zeitverzug, wenn man in die Entkriminalisierung jetzt richtig ausarbeitet und dann in der Legalisierung einzeln übernehmen kann? Wo ist da der große Zeitverzug dafür, dass, wie eben schon erwähnt, über 85%, zumindest Stand 2020, konsumnahe Delikte bei 220.000 Strafverfahren sind? Wenn man sich vor Augen führt, dass derzeit, ich meine, es war jetzt vor 2 oder 3 Tagen, erstmal wieder verlautet wurde, dass ein paar Leute aus der U-Haft freikamen, unter anderem teilweise wegen Verdacht auf Totschlags. Interessant, wenn Leute in U-Haft sitzen bei Totschlag, denke ich mal, gibt es auch eine Verdachtsgrundlage. Aber dass solche Leute bei solchen Deliktfällen aus der Haft rauskommen, ist interessant, oder gar nicht erst in Haft genommen werden, ist wirklich ein Zeichen der maximalen Überlastung der Justiz. Da werden Fristen wohl nicht eingehalten und pipapo. Also es ist, ja, schwierig. Von daher finde ich es absolut hanebüchen, hier so zu tun, als wäre es jetzt eine so große Mehrbelastung, die Ausarbeitung, wie die Linke es fordert, anzugehen, obwohl eben die SPD selbst noch im Wahlkampf eben diese Entkriminalisierung schnellstmöglich selber umsetzen wollte. Und jetzt als federführende Regierungspartei der Ampel mitsamt Gesundheitsminister stellend, dieses Thema so lange vor sich herzuschieben, obwohl jeder weiß, dass die Gesamtlage inklusive eben dem Gesundheitsrisiko durch Streitmittel und Co. derzeit einfach so immens ist und die Arbeitsbelastung für die Justiz so hoch bei Milliardenkosten, die in der Justiz selbst für andere Delikte fehlen, die
als Einsparungspotenzial für die Aufklärung und andere Umverteilungsfelder dann auch wiederum fehlen für sinnvolle Nutzung darüber hinaus, ohne jetzt mal rein an den Lizenzmarkt und Steuereinnahmen zu denken, wären das ja wohl schon Milliardenposten, die sinnvoller investiert oder ressourcenmäßig allgemein eingesetzt werden könnten. Zum Wohle der Gesellschaft, zur Entlastung der Gesellschaft muss gesagt werden. Also hier absolut feige oder wie auch immer ihr es betiteln wollt. Ich finde es ekelhaft, dass die SPD und ein Dirk Heidenblut sich da hinstellt und dann entsprechend der Linken solche Vorwürfe macht und meint, das wäre quasi ein Torpedo in den ach so krassen Legalisierungsprozess. Die Hürden, die die Legalisierung selber nimmt, ist nicht die Ausarbeitung, die die Ampel selber in der Hand hat. Dass sie das wollen, haben sie gezeigt. Dass das Gesetz kommen wird, vermutlich zum Herbst, wie angekündigt, haben sie wohl wirklich vor. Aber die große Umsetzungsproblematik, dass alles, was in diesem großen Gesetzpaket inklusive ist, über den Bundesrat erstmal laufen muss, in der Zweitinstanz, aber dann da definitiv, davon kann man zu 98%, würde ich mal laienmäßig ausgehen, erstmal durch die nicht gegebene Ampelhoheit dort von der CDU geführten Abstimmungssituation dann her einfach blockiert wird. Und was folgt dann? Fragezeichen. Was folgt dann? Ja, dann kommt eine Rückverweisung in die Vermittlungsausschüsse oder in den Vermittlungsausschuss. Ich bin da jetzt kein ganz Vollprofi. Von daher, das kostet alles Zeit. Und was die Linke eben den Konsumenten ersparen will, ist das lange Warten auf etwas, was dann ohnehin gewollt ist und im Worst Case in einem Kompromiss ohnehin only ohne offiziellen Lizenzmarkt dann kommen wird, weil die CDU theoretisch durch Blockadehoheiten einer breiten Gesetzinitiative einfach entgegenstehen kann. Und hier wird man sich dann auf etwas einigen müssen, was im Zweifelsfall wahrscheinlich dann nur die Entkriminalisierung ist, die die Ampel dann irgendwann mal nach vielen Verhandlungsstunden und Sitzungen pipapo dann umsetzen wird über den Bundestag, so wie es die Linke jetzt schon fordert. Zeitverzug meiner Meinung nach mindestens ein Jahr bis anderthalb, wenn es am Ende tatsächlich dazu käme, dass es nur eine Entkriminalisierung wird wegen Bundesratblockade. Das ist soweit meine Einschätzung und deswegen, naja, schauen wir uns mal Heidenblut noch weiter an. Das passiert mit genau diesem Antrag, weil dieser Antrag tatsächlich dazu führt oder führen kann, ich denke, das werden wir nicht zulassen, dazu führen kann, dass unnötig Kraft gebunden wird und dass wir am Ende den Legalisierungsprozess verschleppen und tatsächlich nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Das, was wir erreichen wollen, ist, dass wir die Legalisierung hinkriegen. Und ja, selbstverständlich, der Prozess der Legalisierung, auch wenn das Gesetz fertig wird, der wird nicht so mal laufen und der wird auch nicht nach Fertigstellung des Gesetzes mal eben laufen. Und daher, und das ist überhaupt keine Frage, muss im Zusammenhang mit diesem Prozess auch die Entkriminalisierung stehen. Ich glaube, das ist auch zwischen uns völlig unstrittig. Die Entkriminalisierung Eigentor. Muss Teil des Prozesses sein, aber sie darf nicht alleine vorangeschickt werden. Und lassen Sie mich noch eins sagen mit der Entkriminalisierung. Ja, wir erreichen damit sicherlich, dass auch viel Leid erspart wird, aber viele wichtige Aspekte, die wir mit der Legalisierung erreichen wollen und vor allen Dingen Fragen des Kinder- und Jugendschutzes, Fragen des Gesundheitsschutzes, die erreichen wir an der Stelle tatsächlich überhaupt noch nicht. Und Fragen des Jugendschutzes erreicht der jetzige Schwarzmarkt durch die derzeitige Gesetzlage, die die Ampel in der Hand hat, über eine mögliche Änderung seitens Bundestag only. In diesem Schwarzmarkt gibt es keinen Jugendschutz. Eigenerfahrung, was die eigenen Augen in der Schulzeit vor vielen Jahren gesehen haben, was auch heute, wenn ich die jüngere Generation im Bekanntenkreis mal frage, was deren Erfahrungen so sind, leider Gottes ist es weit verbreitet. Und nein, der Schwarzmarkt kennt keine Jugendgrenzen, er fragt auch nicht nach psychischen Vorbelastungen, er schaut dann nicht danach, ob es dem Konsumenten gut geht, er gibt keine freundschaftlichen Ratschläge. Der Schwarzmarkt ist auf Profit aus und das ist rein und alleine die jetzige Sachlage. Und was Herr Heidenblut hier komplett vergisst, ist eben die Einsparungssituationsthematik rund um polizeiliche Arbeitsaufwendungen. Wenn hunderte, tausende Stunden, Millionen Stunden Sachbearbeitung wegfallen, dann kann man jetzt eventuelle Stellen, die dadurch frei werden, komplett 1:1 erhalten und umverteilen, was natürlich für die Aufklärungsraten in anderen Deliktsfeldern vorteilhaft wäre. Oder man streicht gewonnene Stellen anteilig, um diese Stellen in Geld umzuwandeln für zum Beispiel mehr Prävention sofort, mehr Aufklärung sofort. Cannabis-Teststationen zum Beispiel auf Streckmittel, wenn man eben nicht, so wie es die Linke jetzt fordert mit Eigenanbau, wäre es ja hinfällig, da bräuchte man keine Teststation, dann sollen die Leute einfach zum CSC gehen und unter 18 einfach sowieso die Hände verlassen nach dem Motto.
Das ist jetzt der Grundsatzaspekt, wo man eben vor Augen führen muss, ja, da ist nicht nur der Jugendschutz besser, weil eben mehr Gelder umgeleitet werden können durch Ressourceneinsparungen, sondern eben auch der aktive Gesundheitsschutz, der durch Eigenanbau zu einem so großen Maße verbessert wird. Denn wenn der durchschnittliche Konsument ohne großen Aufwand zu einem örtlichen Verein oder zu einem Online-Verein-Registrierung einfach, wie auch immer es dann geartet wird, oder eben einfach bei sich auf die Terrasse was stellen kann oder mit seinem besten Kumpel sich was teilt, weil die zusammen einfach keine mehr als jeweils pro Person 3 Pflanzen dann haben und das offiziell dann quasi irgendwie mit einer Absprache dann schriftlich festgehalten wird, dass er für ihn Cannabis Social Club Light quasi unangemeldet. Vielleicht gibt es da Grauzonenmöglichkeiten. Ich will bloß sagen, das weiß man jetzt natürlich noch nicht in der Gesamtding, weil das ist erstmal der Rohentwurf, aber der Linken. Aber ich will bloß sagen, Heidenblut, es ist Hanebüchen, dass sie hier auf eine so grundsatzmäßigen Ablehnung, Ablehnungshaltung plädieren und schauen wir es uns weiter an. Das genau wollen wir erreichen und zwar so schnell wie möglich erreichen, weil auch das dazugehört. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir den Prozess zügig durchziehen, vernünftig durchziehen. Wir sind im Zeitplan. An uns wird der Zeitplan nicht scheitern. Und ich bin mir sicher, wir werden bis Ende des Jahres ein Gesetz sehen, das dann auch die Legalisierung vernünftig auf die Straße schickt. Und das ist der richtige Weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das war die SPD. Ich habe dazu jetzt gerade nicht mehr viel zu sagen. Traurig, Fazit, Hanebüchen, ein Witz, schwach, lächerlich, Wählerverarsche, nennt es wie ihr es wollt, irrational, stur, ich weiß nicht, was da ist. Auf jeden Fall, wir gehen weiter mit dem nächsten Redebeitrag. Als nächstes erhält das Wort für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Prohibition von Cannabis ist gescheitert. Sie hat unzählige Menschen kriminalisiert, unvorstellbare Ressourcen in der Justiz und Strafverfolgung gebunden. Und das ist das Schlimmste, sie verhindert den Gesundheitsschutz. Fast 100 Jahre hat das gedauert und damit muss endlich Schluss sein. Darum ist es so eine historische Chance, dass wir die kontrollierte Freigabe von Cannabis im Koalitionsvertrag verankert haben. Und interessanter, guter Einstieg. Sie betont eben das absolute Scheitern des Verbots als Grundlage der jeweiligen neuen Politik, die gefahren wird. Und man denkt, sie geht vielleicht in Richtung Pro. Schauen wir mal. Und nun ist die Ungeduld verständlicherweise groß und viele Menschen wünschen sich eine sofortige Entkriminalisierung. Ich muss sagen, ich verstehe das. Wir wollen auch die Prohibition lieber früher als später beenden. Dass die Linke diesen Ball aufnimmt, das ist geschickte Oppositionspolitik, doch es ist auch etwas populistisch. Leitgebend für das Vorhaben der Ampel ist der Gesundheitsschutz. Und wir werden die historische Chance nutzen und Cannabis eben umfassend legalisieren und regulieren. Absolut interessant, dass Frau Kirsten Kappert-Gonter einfach jetzt hier den Gesundheitsaspekt des linken Entwurfs durch den Eigenanbau und durch die CST-Möglichkeiten da hinten daraus entstehend, dass sie darauf null eingeht, dass sie hier keinerlei Vorteile sieht. Und es ist eine pure Verblendung der Tatsachenlage, die der Antrag entsprechend zugrunde liegend schafft. Und ja, das Argument haben Sie selber ja schon gebracht, Herr Göpiner. Die Entkriminalisierung als eigenständiges Gesetz würde die umfassende Legalisierung verzögern. Denn auch für die Entkriminalisierung ist eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes notwendig. Das schlagen Sie ja selbst vor. Und jeder Gesetzentwurf in diesem Haus, jeder Gesetzentwurf muss ein ordentliches parlamentarisches Verfahren durchlaufen. Das ist ja klar. Und das dauert Monate. So, sie springt auch auf den Zug des Zeitverzugs ein und meint, ja, das würde ja so viel Zeit kosten. Ja, tatsächlich, jeder einzelne Gesetzentwurf hat einzelne Einzelschritte in der Sachbearbeitung,
die durch den Bundestag, durch Abstimmungen, durch Beratungen, durch solche Aussprachen wie hier im Plenum erfolgen müssen, ja, bis es dann zur finalen Abstimmung kommt. Das ist richtig. Und auch nach einer finalen Abstimmung könnte es ja nochmal weitergehen mit, ich glaube, es gibt auch sicherlich dann, wenn es vom Bundesrat her Vermittlungsausschüsse gibt, kann ich mir vorstellen, wird es das auch im Bundestag geben, so gesehen, geht es vielleicht hinten raus noch weiter. Ja, aber die Ampel hat ja entsprechend die Hoheit. Alle wollten vor der Wahl schnell entkriminalisieren oder legalisieren. Eigentlich am besten zuerst, ja, mindestens zuerst das Erste. Und jetzt kommt sie leider auch mit dem Aspekt, dass es ja so viel Zeit kosten würde. Ich meine, wie schon gesagt, die ganzen Fachausschüsse, die die Texte schreiben zur Entkriminalisierung, die müssen das spätestens zur Legalisierung auch tun. In vollem Umfang, in voller Beratungsstärke. Das Einzige, was einen Mehraufwand darstellt, sind die jeweiligen Sitzungstermine und Abstimmungen. Das Drumherum-Prozedere zur Schaffung der jeweiligen Gesetzpassagen ist so gesehen kein wirklicher Mehraufwand in dem Sinne, weil die Entkriminalisierung, wie es die SPD gerade eben selber, wie auch schon andere Politiker aus anderen Parteien der Ampel jeweils schon mehrfach betont haben, mehr gewollt, ist spätestens mit der Legalisierung ja sowieso Teil des Gesetzpakets. Also warum diese hanebüchene, an den Haaren herbeigezogene Klammerei an Pseudo-Argumenten, um irgendwie noch diesem Antrag Torpedos in die Flanke noch zu versenken. Das bindet Kapazitäten, und zwar Kapazitäten, die wir dringend für die umfassende kontrollierte Freigabe brauchen. Was schlagen Sie also konkret vor? Sie wollen Paragraph 29a einfach stehen lassen und einen 29b hinzufügen. Da frage ich Sie, ist Ihnen bewusst, dass die geringe Menge nach 29a in den Ländern ganz unterschiedlich ausgelegt wird und dass auch Menschen, die mit weniger erwischt werden, einer polizeilichen Ermittlung ausgesetzt sind? Da muss ich als juristischer Laie kurz eingrätschen. Sie betont, dass die geringen Mengen derzeit auf der Landesjuristikebene laufen, eben weil die jeweiligen Landesjustizministerien dann sagen 6 Gramm, 4 Gramm, 5 Gramm und die jeweiligen Einstellungsrichtlinien selber vorgeben. Aber da vergisst sie, dass im BTMG die Vorschriften auf Können-Basis belaufen und damit die jeweiligen Landeshoheiten erst geschaffen werden. Ändert das Bundesgesetz diese Grundpassagen von einem Können auf eine Muss-Regelung mit Fixanzahl-Regelung, dann ist das Problem, meine ich, als juristischer Laie vom Tisch. Weedmob gerne teilen, Instagram, Social Media allgemein, Twitter, was auch immer. Lito Law zum Beispiel als Twitter-Account kann ich hier nur als Rechtsbeistand zum Beispiel empfehlen, mit Cannabis-Bezug zum Beispiel, der vielleicht hier eine gewisse Antwort dann noch geben könnte. Auf jeden Fall ist das mein Standpunkt und ich glaube nicht, dass das das große Problem ist, von daher auch wieder an den Haaren herbeigezogen, aber gehen wir mal weiter. Es ist leider eben nicht so einfach, wie Sie vorgeben. Und das wichtigste Ziel der umfassenden Cannabis-Legalisierung ist eben die Stärkung des Jugend- und Gesundheitsschutzes. Und dafür brauchen wir Alterskontrollen an Verkaufsstellen und klar deklariertes Cannabis, das eben frei ist von Streckmitteln, frei ist von synthetischen zugesetzten Cannabinoiden. Und das gibt es auf dem illegalen Markt nicht. Ja, das gibt es auf dem jetzigen illegalen Markt nicht, weil auf dem jetzigen illegalen Markt für die Anwender keinerlei Eigenbedarfsregelungen rund um Eigenanbau oder CSC-Lösungen geschaffen sind und dadurch die schlechte, miserable Qualität genommen werden muss, wie sie halt vom Händler kommt, weil die Politik selbst, inklusive jetzt im Moment der Ampel als Regierungskoalition, eben keinerlei Möglichkeiten schaffen für eine bessere Gesundheitsschutzgrundlage. Also hört auf, so zu argumentieren, das ist einfach nur lächerlich. Und deshalb finde ich im Übrigen auch den Eigenanbau so wichtig, dass wir den ermöglichen. Auch dafür, Herr Güppiner, auch dafür brauchen wir wirksame Regeln für Prävention und Gesundheitsschutz. Das gehört zusammen. Und wir sind schon, Kollege. Jeder mögliche Mensch bekommt es hin, wenn er Cannabis konsumiert, seine Produkte sowieso zu handhaben. Also wo ist da das Problem an der Aufklärung, nur weil Leute plötzlich die Produkte halt ohne Strafe und mit einem potenziell besseren Qualitätsniveau handhaben dürfen durch Eigenhandhabung, generell in allen Entstehungs- und Verwendungsschritten. Ich weiß nicht mehr, was ich da, also ganz ehrlich, sehr enttäuschend. Herr Heidenblut hat es ja gesagt, wir sind ja mitten im Prozess, die Ampel geht voran und wir arbeiten sehr eng und sehr oft zusammen. Der Drogenbeauftragte geht voran, er hat ja bereits einen Konsultationsprozess durchgeführt, bei dem Hunderte von Expertinnen nicht mehr das Ob
sondern das Wie diskutiert haben. Und die Regierung geht voran. Der Gesundheitsminister hat angekündigt, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen. Und glauben Sie mal, gemeinsam mit vielen, vielen BürgerInnen achten wir sehr genau darauf, dass diese Versprechen auch eingehalten werden. Wir haben also längst angefangen, und das ist gut, das ist wichtig, das ist überfällig. Und die Entkriminalisierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gehen wir im Zuge dieser Gesetzesvorhaben an. Und auch sie widerspricht sich wieder selber, weil sie sagen, ja, die Entkriminalisierung wird sowieso gesetzlich ausgearbeitet werden, dann, später, wenn wir es wollen. Und jetzt, weil die Linke es für die Konsumenten möglichst zeitnah halt jetzt fordert, ja, da wird halt blockiert. Okay. Absolute Willkür in einem faktenunbasierten Brei aus Wischwaschgerede, was einfach so nicht wirklich stimmig ist. Und ach Gott. Ich freue mich auf unsere weiteren Beratungen im Gesundheitsausschuss. Vielen Dank. Ja, das war Frau Kirsten Kabat-Gonter von den Grünen. Nächster Redebeitrag. Und der haut mich mit am meisten von den Socken. Der ist einfach nur dreist formuliert. Der ist von oben herab und der ist, ja. Viel Spaß. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt Christine Lüttke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, gut Ding will Weile haben. Eine Binsenweisheit, die man so kurz vor der Sommerpause, wenn man noch einmal ganz kurz Aufmerksamkeit haben möchte, sehr schnell vergessen kann. Das ist nachvollziehbar, aber wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Das gilt ganz oft im Leben und das gilt vor allem dann, wenn es sich um eine etwas komplexe... Ja, gut Ding will Weile haben. Dumme Floskel. Rumdapperei mit, ich meine, ja, gut Ding will Weile haben. Wie schon gesagt, auch Sie als dritte Rednerin, der Zeitaspekt ist so nicht verschwendet. Es stimmt einfach nicht. Und die Entkriminalisierung, so wie sie von den Linken jetzt gefordert wird, würde definitiv mehr Möglichkeiten rund um Prävention, Gesundheitsschutz und allen anderen Aspekten schaffen. Also, unsere Angelegenheit handelt. Da ergibt es Sinn, sich intensiv mit den Möglichkeiten und Konsequenzen auseinanderzusetzen, genau abzuwägen und dann erst zu entscheiden. Das ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber und das ist unsere Verpflichtung, vor allem auch als Gesundheitspolitiker, sorgfältig zu überlegen, welche Folgen für jede und jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft entstehen könnte. Deshalb werden wir als Ampelkoalition das wichtige und richtige Vorhaben der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene und der Entkriminalisierung nicht übers Knie brechen, wie Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, das gerade tun wollen. Übers Knie brechen, das bedeutet also etwas Undurchdachtes, im Zweifelsfall zum Nachteil der jeweiligen Betroffenen, weil eben undurchdacht, also abwertend, absolut abwertend gegenüber dem Antrag, der alles Wichtige für eine sofortige Schwächung des Schwarzmarkts mitsamt allen möglichen Verbesserungen für die Konsumenten eben mit drin hätte. Aber ja, sie geht von oben herab einfach mal kurz wie so eine Krähe drauf. Okay. Wir wollen ein klug durchdachtes, gut koordiniertes Gesamtkonzept, das wir dann kontrolliert und konsequent umsetzen. Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz stehen an erster Stelle. An zweiter Stelle steht das Ziel, den Schwarzmarkt so weit wie möglich zurückzudrängen. Wir wollen Legalisierung. Mit beiden Kernaspekten, mit beiden Hauptzielen, die die Ampel fährt, wie sie jetzt gerade dann sagt, würde die Linke Ihnen entgegenkommen mit ihrem Antrag. Aber nein. Alles erstmal. Und Entkriminalisierung zusammendenken und nicht getrennt. Wir sind uns innerhalb der Koalition, auch wenn Sie da anscheinend mehr wissen als wir selber und von inhaltlichen Differenzen schreiben, eigentlich ja auch mit Ihnen in der Sache einig. Die Prohibitionspolitik in Bezug auf Cannabis, die ist gescheitert. Wir streben nach Jahrzehnten einen Paradigmenwechsel an. Nicht mehr und nicht weniger. Und es scheint Ihnen nicht so bewusst zu sein, was das bedeutet. Denn sonst wäre Ihr Gesetzesentwurf etwas ausgefeilter.
Also das ist einfach nur widerlich. Ich muss sagen, ich hatte bisher eigentlich ein halbwegs passabel gutes Bild von ihr, was die Cannabispolitik und ihre Statements und ihre Standpunkte und alles angeht. Hat nicht immer geglänzt, aber war okay. Aber das ist jetzt einfach nur, boah, ich weiß nicht, macht euch euer eigenes Bild. Weiß nicht, wie ihr es findet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt auf die jeweiligen Feedbacks. Wir können es ausdiskutieren. Ich bin am Ball. Bin dabei in den Kommentaren auf jeden Fall. Es ist echt ein Witz. Es ist so ein ekelhafter Witz. In der Regierungsbefragung am 11. Mai wurde Bundesjustizminister Marco Buschmann die Frage gestellt, ob wir die umgehende Entkriminalisierung des Cannabiskonsums umsetzen wollen. Jetzt also nochmal in Form eines Gesetzesentwurfs. Für uns ist klar, Legalisierung und Entkriminalisierung gehören zusammen, auch zeitlich. Das lässt sich nicht komplett entkoppeln. Warum? Warum? Das beantworten Sie sich und uns in Ihrem eigenen Gesetzesentwurf. Während der, wie Sie es nennen, Übergangslösung, werden die Konsumentinnen und Konsumenten auf den Schwarzmarkt angewiesen. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Während der Übergangslösung, mit dem sie gerade den ganzen Antrag zusammenfasst, formuliert, würde die Linke die Konsumenten auf den Schwarzmarkt schicken, sozusagen. Eigenanbau, CSC-Lösungen komplett verdrängt, unter den Tisch fallen gelassen. Einseitige Betrachtungsweise, nicht korrekt, absolut nicht korrekt. Aber zum Schwarzmarkt schreiben Sie, dass die Konsumentinnen und Konsumenten dort erstens organisierter Kriminalität ausgeliefert sind und zweitens schreiben Sie, dass mit den Produkten vom Schwarzmarkt erhebliche Gesundheitsrisiken einhergehen durch, ich zitiere, Streckmittel, fehlenden Jugendschutz und unkontrollierte Produktqualität. Und wissen Sie was? Da stimme ich Ihnen ja sogar zu. Aber jetzt wollen Sie die Konsumentinnen und Konsumenten während ihrer Übergangslösung genau diesen Gefahren aussetzen. Die Konsumenten sind diesen Gefahren jeden Tag ohnehin schon ausgesetzt, zu Millionen bei schweren Langfristschäden für Lungengewebe und allem Möglichen im Atemraum, für auch Mitrauchende, Mitanwesende im Raum, Passivrauchende, alle Beteiligten, die darüber hinaus noch damit geschädigt werden. Ich weiß nicht, was man, also wie man auf die Idee kommt, wirklich solche Reden ernsthaft da vorne zu vertreten. Da muss ich Ihnen als Gesundheitspolitikerin sagen, das ist doch mehr als fahrlässig. So, als ob der Schwarzmarkt im Moment nicht existiert und die Linken, die Einzigen wären, die quasi... Mit Ihrer Lösung würde nur der Schwarzmarkt befeuert werden und anwachsen. Werden. Und das würde es Zurückdrängen noch komplizierter machen. Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz stellen Sie ganz weit hinten an. Ja, ja. Und das ist doch Wasser auf die Mühlen derjenigen, die noch immer an die Prohibitionspolitik glauben. Das ist fatal, das gefährdet diesen richtigen und wichtigen Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik. Und noch viel schlimmer, sie gefährden wissentlich Konsumentinnen und Konsumenten. Ich kann Frau Lüttke formuliert das hier also wirklich tatsächlich eins zu eins so, als also die Linken gefährden die Konsumenten durch diesen Antrag, weil sie sich auf den Schwarzmarkt schicken. Also, ich gehe gleich reiern, also so viel dazu. Ich also nur wiederholen, gut Ding will Weile haben. Ersparen Sie uns bitte solche unterdachten Vorschläge. Das kostet Zeit hier und im Ausschuss. Wir erwarten den ersten Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach in der zweiten Jahreshälfte. Dann werden wir im parlamentarischen Verfahren den Prozess der Legalisierung und Entkriminalisierung klug durchdacht, gut koordiniert, konsequent und kontrolliert und zeitnah zu Ende bringen. Das mit dem zu Ende bringen wird, dabei wird jedes Mal die Bundesratsproblematik komplett unter den Tisch fallen gelassen und durch Schleswig-Holstein und NRW ist sich mittlerweile schon so gut wie jeder sicher, dass es mindestens bis Anfang 2024 dauern wird, bis das Ding realistisch im Gesamten durchgeht. Also warum stehen Sie dieser Entkriminalisierung in 2022 noch so im Wege? Fragezeichen, Frau Lüttke. Community, stellt gerne die Frage auch mal. Social Media ist stark, Social Media wird gehört und ja, macht euch für eure Standpunkte stark und konfrontiert die jeweiligen Politiker mit diesem Bullshit-Getalke und mit dieser Dreistigkeit, die sie da an den Tag legen. Ich bin gespannt. Ja, also Frau Lüttke ist fertig. Nächste Redebeitrag CDU, CSU, aber ganz ehrlich, die sind so fern abseits der Welt in den meisten Aussagen, das kann man eh vergessen. Von daher, das blenden wir jetzt einfach weg. AfD geben wir auch keine Bühne, passt. Ja, ich bin gerade schon wieder auf 180, wenn ich mir das anhöre. Wirklich, das hat mir den Tag versaut. Und ich denke das ganze Wochenende über diese ganzen Aussagen nach. Das ist, ja,
Auf jeden Fall geht zuallererst einmal nach den ganzen Videos und Beiträgen zu diesem Antrag der vollste Dank meinerseits und auch an, denke ich mal, jeder in der Communities der Linken und rund um alle Entwurfs- und Antragsschreiber sehr dankbar für ihre Arbeit und die Initiative, die eben entgegen der Aussagen einiger dort gerade eben wirklich, finde ich, sehr durchdacht ist und auch viele Probleme schon mal angehen würde, inklusive Milliardeneinsparungspotenzial. Aber ja, gut. Kleine Schmankerl noch zum Schluss. Es wird, finde ich, im derzeitigen Kontext viel zu selten erwähnt, aber ja, was passiert, wenn man jetzt aktuell noch wegen Cannabis vor Gericht landet? Es gibt definitiv immer noch die Möglichkeit, das Verfahren auf Richtervorlagenbasis mit der Verweisung nach Karlsruhe begründet auf alle Normkontrollanträge, die zum Beispiel derzeit online einsehbar sind oder zu denen es überhaupt generell Content gibt, und das sind mindestens zwei Anträge in mehreren Unteraspekten, die beim BFERG eben derzeit angeklagt bzw. zur Klärung ausgerufen sind. Und reiht euch ein, geht in den Widerstand, akzeptiert keine Urteile, akzeptiert keine kleinen Strafen als große Gewinne, geht mit euren Anwälten die maximalen Wege, falls es kostenmäßige Probleme gibt. Im Zweifelsfall macht eure Fälle publik, geht den Weg an die Öffentlichkeit, es führt kein Weg dran vorbei, macht euch laut. Die Community hört. Jedenfalls bei den meisten Fällen, die ich bisher mitbekommen habe, konnte man immer irgendwie initiativ mindestens unterstützen. Und wir gehen jetzt mal entsprechend zum nächsten Punkt, den ich ganz kurz noch anreißen wollte. Und zwar, es gibt die Einstellungen nach der geringen Mengendefinition rund um einzelne Gramm. Aber wenn eben die Staatsanwaltschaft in einem liberaleren Staatsanwaltschaftsbezirk sowie der Richter bei Eigenbedarfsdelikten, die definitiv keinen dritten Bezug, auch nicht potenziell durch irgendwelche Trittfaktoren haben, wenn jemand zum Beispiel sich daheim ein paar Pflanzen anbaut für den Eigenbedarf und nie irgendwem irgendwas zum Beispiel gemacht hat oder so, dann ist das eine Geschichte, die man, denke ich, zumindest solange sie unter 7,5 Gramm THC als Vergehen läuft, mit einer Strafe bis maximal einem Jahr Strafrahmen. In diesem Falle könnte man in Universal-Tatbestand Paragraph 153a StPO anwenden. Und ja, schaut euch mal den Paragraphen an, sprecht mal mit den Anwälten, diskutiert den auch ruhig mal in der Community. Rahmen ist halt hier eben, wie schon gesagt, es darf kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vorliegen, was bei reinen Konsumdelikten bei Cannabis definitiv begründbar so der Fall ist. Es darf mit einer Strafe von maximal einem Jahr eben als, wie definieren Sie es hier, also es muss eben mit einem Straf, ah genau, es muss ein Vergehen sein, und ein Vergehen ist halt definiert bis zu einem Jahr Haftstrafe, und alles darüber hinaus kann darüber nicht eingestellt werden, aber alles darunter ist entsprechend hier potenziell zu berücksichtigen. Ja, so viel dazu. Ich mache jetzt auch erstmal wieder Schluss, weil ich bin ehrlich gesagt schon wieder bedient von dem ganzen Thema. Ich finde es traurig, dass die Aussprache zum Antrag der Linken so abgelaufen ist. Ich hätte es nicht erwartet, dass in seiner Dreistigkeit teilweise Fakten einfach nicht berücksichtigt werden. Der Antrag, so wie es mir vorkam, gar nicht erst richtig gelesen oder verstanden gewollt wurde, sagen wir es mal so. Jeder ist dem mächtig dort, der dort arbeitet. Also es ist eher reiner Vorsatz, das so nicht richtig durchgehen zu lassen und falsch zu interpretieren oder falsch auszulegen und so. Will bloß sagen, macht euch euer eigenes Bild und werdet laut, wirklich. Die Hanfparade dieses Jahr zum Beispiel, ich blende euch gleich nochmal den Banner dazu ein, geht hin, maximale Anzahl, zeigt den Politikern, dass wir eine baldige Lösung wollen, dass ein Versagen auf Legalisierungsebene, vor allem jetzt, wo sie sich so in die Nesseln setzen mit, ja, muss alles dann kommen und wird dann kommen, deswegen machen wir jetzt die Blockade, obwohl es sinnvoll und wir wollen es nur nicht zugeben. Wenn die sich so in die Nesseln setzen, ja, dann haltet es ihnen vor, bei jedem Moment, geht aktiv auf sie zu, Social Media, wie schon erwähnt, teilt gute Beiträge, die sie Politiker entsprechend konfrontieren. Liken ist zwar schön, aber teilen ist immer mächtiger im Social Media, vor allem auf Twitter, da sind die Algorithmen eher auf eben gescherte Beiträge und so ausgelegt. Und grundsätzlich wünsche ich noch einen schönen Resttag, Restwochenende. Ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber ja, macht's gut, lasst euch nicht erwischen. Und falls, geht den großen Weg des juristischen Widerstands. Die Sach- und Faktenlage ist auf eurer Seite. Es sind mittlerweile auch schon nach aktuellsten Meldungen bis zu 7 Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ausgesetzt zur Klärung. Und ja, es bietet Chancen. Bleibt am Ball, haltet euch auf dem Laufenden.
Hier auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall weiter noch Content geben. Ich bin erstmal raus. Viel Spaß damit. Ich schaue in die Kommentare und denkt dran, für den Kanal und das Wachstum weiterhin Like, Abo, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ja, ich würde mich bedanken, freue mich entsprechend auf das nächste Video mit euch und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.